Ja, Leute, willkommen zurück zu Splinter Cell Blacklist. Und ja, jetzt befinden wir uns gerade im Flugzeug. Und zwar im Paladin, so wie ich das glaube ich jetzt gerade noch im Hinterkopf habe. Und so heißt das Ding, glaube ich. jetzt gucken wir mal kurz. Ich glaube, ich habe es gerade über Telefon vorher gesehen. Na, rufen wir schön unsere Tochter mal schon an. Hallo, Schatz, ich bin's. Dad, hi. Wie geht's dir? Ich hab die Nachrichten und das Blacklist-Video gesehen und... Mir geht's gut. Ich darf dir nicht sagen, was ich mache, aber... Das weiß ich doch. Aber geht es dir und Onkel Vic gut? Vic ist der Grund meines Anrufs. Es hat ihn in Guam böse erwischt. Aber er wird doch gesund. Sag mir, dass er gesund wird. Er ist ein zäher Hund. Und sie kümmern sich gut um ihn. Das ist keine Antwort. Wo ist der? Walter Reed? Ich kann da hinfahren. Ist nicht nötig. Er ist mit einem Krankentransport auf dem Weg nach Landstuhl. Charlie behält ihn für mich im Auge. Sobald du was hörst, irgendwas, sagst du Bescheid, okay? Hörst du, Dad? Ja, versprochen. Aber jetzt muss ich los. Verstehe. Aber melde dich ab und zu, damit ich weiß, dass du noch lebst. Mach ich. Hab dich lieb, Dad. Ich dich auch. Ja, also das heißt, wir sollten uns zwischendurch einmal bei unserer Tochter melden. Dann würde ich mal sagen, starten wir hier unsere erste Mission. Hey, Sam, hätte ich fast vergessen, dein Opset. Neu und verbessert. Dient als eine Art SMI Lite, wenn du im Einsatz bist. Datenübertragungen, Drohnensteuerung, Scans. Okay. Es muss nur noch kurz ans SMI, um kalibriert zu werden. Dann kann's losgehen. Danke, Charlie. Wurde in Ansbach, Deutschland, ein Demonstrant von einem Wachposten angeschossen, nachdem dieser ihn für eine potenzielle Bedrohung hielt. Gunter Schmidt, 34, trafen zwei Kugeln am Bein, als er sich trotz Aufforderung stehen zu bleiben weiter dem Tor des Stützpunktes näherte. US-Basen in aller Welt wurden nach dem sogenannten Blacklist-Angriff in höchste Alarmbereitschaft versetzt. Was passiert da in Benghazi? Mein Kontakt ist in einem CIA-Unterschlupf. Da ist jemand, der Informationen über Guam hat. Sie geben ihn aber erst frei, wenn er verhört wurde. Festgenommen? Negativ. Er ist in ihr Büro spaziert. Ist nicht möglich, dass es ein Spinner ist, der einen kranken Humor hat? Verheimlicht ihr etwas? Sein Name ist Andre Coben. Sagt euch das was? Sam. Hey, Moment. Kennen wir den Kerl? Es stellt sich nur eine Frage. Warum sollte sich ein gesuchter Waffenhändler der CIA stellen? Und das nach Guam? Wieso überlassen wir es nicht der CIA, ihn zu verhören? Vergiss die Jungs von dem Laden, Briggs. Du bist jetzt in unserem Team. Sicher. Verpasse ich gerade was? Er ist die einzige Spur zu den Engineers. Niemand verhört ihn außer uns. Wer ist Andre Coben? Andre Coben. Hat mal so getan, als hätte er meine Tochter umgebracht, um mich zu erpressen. Wow. Und wieso lebt er immer noch? Gute Frage. Was machen wir, Sam? Zeig mir den Unterschlupf. Was da? Das ist eine üble Gegend. Ich weiß. Komisch, was? Normalerweise sind CIA-Einsätze im Mittleren Osten doch viel besser für alle zu erkennen. Konzentrieren. Am besten durchquerst du hier den Bazar. Auf dein Zeichen verlässt mein Kontakt den Unterschlupf und du hast danach freien Zugriff auf Coben. Auf Bildschirmen sieht es nie schwierig aus, Grim. Damit das klar ist, Sam, unser Ziel lautet, den Mann zu befreien. Und zwar lebend. Jetzt du. Zeig mir die besten Beobachtungspunkte. Die beste Sicht hätte man hier und da. Sieht gut aus. Schnapp dir was Schallgedämpftes. Soll ich für Feuerschutz sorgen oder ein Ziel ausschalten? Charlie, du musst uns einen fahrbaren Untersatz besorgen. Was Unauffälliges. Ein Transporter. Geht klar. Hast du verstanden, was ich gesagt habe? Such lieber einen geeigneten Punkt für die Exfiltration. Irgendwo hier. Soweit alles klar? Beeilt euch mit den Vorbereitungen. Cockpit, wir fliegen nach Benghazi. Grim sagt, dass Coben am Leben bleiben muss. Keine Toten. Benutze Rauch- und Blendgranaten. Keine Splittergranaten. Ja, dann waren wir uns kurz hatten wir schon die Ausrüstung da, Hanna, geschwind.
einrichte und dann sehen wir uns gleich wieder in der Mission. Also bis gleich. Lagebericht. Wir haben ein Problem. Ich versuche, seit du dort bist, meinen Kontakt anzupingen. Keine Reaktion. Briggs, hast du Sichtkontakt zum Versteck? Bin gerade angekommen. Sieht nicht gut aus. Auf dem Platz sind überall Milizen. So, also jetzt sind wir irgendwo in Benghazi, also im letzten Fleckle von der Erde. So. Ich betrete den Platz. Die Milizen blockieren den Vordereingang. Sam, soll ich einen Positionswechsel durchführen und zu dir stoßen? Behalt den Platz von Südwesten her im Auge. Bestätigt. Rücke vor. Grim, versuch's weiter. Meld dich, wenn du die Kontaktperson erreichst. Okay. Ich muss schon sagen, also für das Alter, was das Spiel hat, also über 10 Jahre mindestens schon, kann man sich echt nicht beschweren. Also so schlecht sieht das Spiel halt noch nicht aus. So, jetzt reißen. Toilette, haben Sie eine? In der Gasse. Also gut, dann gehen wir mal ins Eckle und gehen mal ins Klo. Komisch, komisch, komisch. Shukran. Neuigkeiten von der Kontaktperson? Negativ. Überall Milizen, Sam. Ich sagte, das würde kein Spaziergang. Das nennt man mal in Rekordzeit umzogen. Ja. Status. Bin noch in Bewegung. Ich sehe jede Menge Milizen da unten. Könnte laut werden. Wir werden so leise wie möglich sein. Ich gehe zum Seiteneingang. Ach so, ja gut. Jetzt sollen wir anscheinend auf nicht tödliche Waffe zugreifen. Betäubungswaffe? Nee, braucht man nicht. So, Blinkgranate, die stecken wir auf jeden Fall nochmal ein. Das soll man anscheinend Kobin finden. Der Typ, wo unser Tochter anscheinend im letzten Spiel anscheinend passiert hat. Ah, okay, dann. Wenn du dem Boss in die Quere kommen solltest, kann dich das dein Leben kosten. Ich bin sicher, der Typ wollte diesen elenden Feigling Kobin verteidigen. Wir könnten ihn fragen, wenn er nicht tot wäre. Wenn wir ihn fragen könnten, wäre er sicher deiner Meinung. Okay, jetzt kriegen wir wieder so kleine Einschulung. Wie lange müssen wir draußen warten? So lange, wie es sein muss. Wir überwachen die Ausgänge. Wer Ärger macht, wird sofort so. Erschossen. Keine Ab. Frage. Keine Gefangenen. Viel zu kompliziert. Besonders amerikanische Großmäuler. Was sich im Unterschlupf befindet? Negativ. Bin noch in Bewegung. Willst du das nicht? Keine Zeit. Ich gehe jetzt rein. Sudele? Okay. Der Kerl, der liegt da schon richtig schön im Eckle da, Hanna. Okay, Nachtsichtbrille, wissen wir jetzt auch, wie sie. Ich sehe auch Gott. Okay, den Kollege, den nehmen wir auf jeden Fall mit der Hanne. Komm mal her. Oh, 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 oh. Da haben wir jetzt aber gerade ein bisschen wie wie Verstand geht gerade. Herr Fischer, du warst ja grundsätzlich der Hintern im Schatten. Alter, oh, der war ein USB-Stick, oder was? Charlie, hab einen USB-Stick gefunden. Cool, ich such darauf nach Infos über die Engineers und geb dir Bescheid. Okay, also. Machen wir mal unser Nachtsichtgerät weiter, ne? Sicher, sicher. Ach, du hast mehrere Ziele vor dir. Eins auf dem Balkon. Kann ich mich irgendwo reinschleichen? Geh in den Raum rechts von dir, dann aus dem Fenster und am Vorsprung entlang. Gute Arbeit. Kollege, komm mal ein Stück. Ja, ja, guck. Komm mal schön zu mir her, dann kriegst du ein paar Streicheleinheiten.
versteckst du? Da, wo du nicht bist. Sei leise. So. Also der schnarchelt jetzt auch. Anscheinend soll mich jetzt nach rechts durch die Türe. Irgendwie anscheinend durch ihr Fenster. Das wird wahrscheinlich das Fenster sein. Dann klettern wir mal. Ziemlich dumm ist ein Unfallsbleiber. Das heißt nicht einmal, wir dürfen nicht einmal ansatzweise irgendwie Blendgranate an den Pfeffer. Okay, es sind bloß zwei Ziele, die schnappen wir uns. So, Zielsender haben wir gesichert. Klettern wir mal einen Stock höher. Okay, ab, nein, so schnell wie möglich. Den Nogger war auch raus, so schnell wie möglich. Okay, Lichtschalter Benutzer. So wie das aussieht, haben wir da zwei Ziele. Okay. Okay, Geißel haben wir gesichert. Heißt, jetzt müssen wir. Gucken wir mal weiter. Machen wir da mal das Licht aus der Hand, weil das ist. Wir wissen ja alle, der liebe Herr Sam Fischer ist da nicht ganz. In Position, Sam. Eine Spur von der Kontaktperson? Nicht zu sehen. Verstanden. Der ist schon ein bisschen Licht, schon, was ist das? Oh Gott. Hast du was aus dem Gefangenen rausbekommen? Ja. Ja. Nein, ist noch keiner gekommen. Hey, warte einen Moment. Wer ist am Hack? Da bin ich schon mal hinter und am Schirli. Ich hab's nur mit Idioten zu tun. Nein, wir haben wen nicht. Er wollte nicht reden. Ja, sie durchsuchen den Rest davon. Kein Problem. Okay, Kollege, komm, leg auf. Ja, das war jetzt aber gerade wegen. Vielleicht jetzt sind wir wegen knapp gerade. So, jetzt gucken wir mal, wer sich da unter dem Büchlein befindet. Gute Arbeit, Paket gesichert. Verstanden. Falscher Mann. Du hattest bestätigt, dass Corbin hier ist, Briggs. Körperbau, Position, ich hatte vermutet... Du hast nichts zu vermuten, während ich im Einsatz bin. Sam, was ist los? Deine Kontaktperson hat's erwischt. Weitere Milizen nähern sich. Du musst sofort verschwinden. Okay, alle Optionen, und zwar vorgestern. Sekunde. Oh ja, das ist was für mich. Verbind das Telefon mit dem Offset. Ich hack das Billigteil in 0, nichts. Okay, Charlie, ist verbunden. Okay, ja, ja. Na komm schon, Charlie. Erledigt. Wow, da sind vielleicht abgefahrene Pornos. Wir suchen nach einem Ort. Richtig. Verfolgeranruf. Übertrage Ursprungsort aufs Offset. Wow, gar nicht gut. Ist eine Polizeistation. Briggs, klar machen für Evakuierung. Ja, verstanden. Transporter setzt Truppen ab. Es sind etwa ein Dutzend. Rücke vor. Kriegst Feuerschutz.